Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Vision Run präsentieren. Heute wollen wir versuchen, einmal Orgrimmar mit vier Masken durchzulaufen. Und ja, ich habe auch eine neue Weak-Aura, wo wir ein bisschen mit diesen Tränken rumspielen wollen. Die werde ich jetzt mal ausprobieren und ich hoffe, ich disconnecte nicht wieder wie gerade eben. Einmal eine Wessel versenkt und ja, bin ein bisschen genervt dadurch jetzt, aber ich hoffe, der Run wird besser ohne Disconnect und dann kriegen wir das hin. Buffs und Zeug habe ich schon drauf. Masken haben wir, wie gesagt, vier aktiviert. Und ja, die eine, die wir ausgelassen haben, ist quasi die Sanity halbiert. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Und zwar will ich ja dann, wenn wir das hier schaffen, später vielleicht den 5-Masken-Run machen. Jetzt, warte mal, den Sound muss ich wieder ein bisschen leiser machen. Durch den Disconnect ist der jetzt noch relativ laut tatsächlich. So. Gut, wir werden jetzt einmal durchstealthen. Erstmal zu dem Trank, habe ich mir überlegt. Schauen, ob das mit der Weak-Aura so klappt, wie ich mir das vorstelle. Warum kriegt denn hier jedes Mal diesen Speed-Buff? Also, ist es der blaue Trank? Jetzt drücke ich hier auf blau. Poison, ah ja, okay. Ah, also Purple ist dann der richtige Trank, so wie ich das jetzt hier verstehe. Oh, fuck it. Okay, das war jetzt schon mal Fail. Jetzt kann ich nicht mehr in die Reisegestalt gehen, sonst werde ich da geslowt? Oder komm, ich ziehe sie trotzdem mit. Wir versuchen es trotzdem. Jetzt bin ich halt in der Reisegestalt übelst slow unterwegs. Machen wir es einfach so. Ich will eigentlich hier den ganzen Laden nach oben pullen. Das war jetzt schon mal ein so optimaler Start. Aber die Mobs haben mich gesehen, tatsächlich. Den pullen wir jetzt auch noch einmal ran hier. Eigentlich wollte ich dann hier schon HT ziehen. Aber das können wir jetzt nicht machen an der Stelle. Okay, das lief jetzt schon mal nicht gut. Ah, okay, jetzt sind wir giftet. Haben wir den Buff rein. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren und der bringt mir nochmal 200. Also passt, jetzt kann ich in einem stehen bleiben. Easy. Also das war schon mal jetzt auf jeden Fall ein ziemlich verkackter Start tatsächlich. Aber wir sind nochmal. Nochmal CC'd. Diese blöden Totems, echt. Achso, das kann ich jetzt nicht Shadow melden, aber das Totem ist down. Okay, jetzt müsste hier offen sein. Okay, also so will man es eigentlich nicht spielen. Jetzt haben wir es gerade echt ein bisschen verkackt. Komm, mach das Ding auf. Komm, wir fooden einmal, wenn wir jetzt hier warten müssen. Den wir jetzt in der Schitte drin. Okay, mein Food ist auch abgebrochen. Wunderbar, so muss es sein. Alles verkackt, was man verkacken kann. Ach, den Schmied habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, fällt mir gerade auf. Ich wollte ja eigentlich den Schmied mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Kacke. Da habe ich jetzt auch nicht geguckt, ob wir den dabei haben. Komm, jetzt ziehen wir hier HT. Die eine Tusse ist auf jeden Fall nicht da. Das habe ich jetzt schon geguckt. Also der Tempo-Buff, den kriegen wir auf jeden Fall nicht. Aber den Schmied hätten wir vielleicht eventuell mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, ob es. Na, es macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt nochmal runterzugehen, tatsächlich. Jetzt sind wir natürlich giftet, wenn wir es nicht mehr brauchen. Hier musste ja die blöderweise die Totems dann aufmachen. Achso, und ich wollte ein bisschen nach den Dings Ausschau halten, ne? Nach den Tränken, ob da irgendwo einer rumsteht. Aber ich sehe jetzt tatsächlich keinen. Und ich muss jetzt welchen Trank aufmachen? Quasi den Purple. Hier ist ein blauer. Blaues Poison. Okay, blau wollen wir nicht aufmachen. Ich finde, die sieht man halt echt schlecht. Da war nochmal ein Trank gewesen. Violett. Ach, das ist sogar jetzt ein richtiger, ne? Also das, so einen muss ich nehmen. Ich habe die halt jetzt bis jetzt komplett ignoriert, die Tränke. Okay, 100 Sanity haben wir gekriegt. Okay, perfekt. Das ist quasi das, was wir jetzt wieder rausgeholt haben. Also man muss echt ein bisschen Auge für haben, tatsächlich. Okay, den haben wir jetzt relativ schnell umgehauen. Eigentlich müsste ich jetzt auch hier immer nach diesen Tränken gucken. Aber nach so Fitzelzeug zu schauen, ist halt immer ein bisschen blöd.
Okay, aber jetzt sehe ich tatsächlich hier nichts. Das sieht ganz gut aus. So, das da hinten ist jetzt das ätzende Viertel tatsächlich. Ich habe zwischendrin schon wieder so ein bisschen Leckstandbilder. Das nervt mich jetzt schon mal. Ah, okay, also das Loading ist diesmal hier. Und wahrscheinlich auch die Dings, oder? Okay, wir sind giftet. Jetzt muss ich schnell. Kommt da hinten durch zum Boss. Ich glaube, dem kannst du gar nicht unbedingt ausweichen. Weil das ist der ätzende von den Bossen. Okay, gut, da haben wir 200 wieder zurückgekriegt. Hier müsste ich auch wieder gucken, ob wir irgendwo eine Fiole haben. Da hinten ist eine drin. Aber da kann ich jetzt nicht. Schwarzer Flüssigkeit. Was ist schwarz? Irgendwas mit defensiven Traits. Wir wissen jetzt nicht, ob sich das lohnen würde, die zu nehmen, aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung. Brauche ich jetzt nicht unbedingt tatsächlich. Aber wenn schon eine rumliegt. Also das ist so ein bisschen ein Testrun. Mit blauer. Ne, blauer ist Poison, haben wir festgestellt, ne? Blau wollen wir nicht. Alle anderen, ja. Diesen Slow, ne? Den packe ich halt so gar nicht. Ich kann ihn zwar theoretisch sogar wegshapeshiften. Aber, ja, ist halt immer so eine Sache. Ich habe jetzt auch noch eine Inka ready. AT haben wir jetzt 7. Das tun wir jetzt einmal interrupten. Muss jetzt hier mal wieder auch ein paar mehr zusammenpullen. Okay, wir sind giftet. Aber hier, die muss ich erst noch machen. Okay, der ist schon mal gelasert. Sehr schön, das müssen wir unterbrechen. Jetzt kann ich theoretisch in dem Shit auch stehen bleiben. Egal. Hinten machen wir dann nochmal einen Big Pull rein. Fuck, jetzt kann ich den nicht interrupten, weil der andere mich weggeführt hat. Ätzend. Wollte den ganz am Ende dann noch interrupten, ne? Und in dem Moment werde ich gefiert. Ich weiß nicht, ob ich das hätte verhindern können, das Vieren. Ich glaube tatsächlich nicht. So. Fuck, der fehlt mich jetzt. Da müssen wir jetzt einmal raus. Fuck it, das war jetzt nicht gut. Darf nicht so viel moven. Der killt mich gerade hier. Ach, Kacke. Ah. Ah, das war nicht gut. Ich hasse das immer bei dem mit dem Rumgemove. Ich glaube, ich ziehe für den einen jetzt eine Orb hier tatsächlich. Und zieh den auch in eine Orb rein. Ist jetzt halt ätzend, dass ich so früh orben muss. Da können wir jetzt voll drin stehen bleiben. Ach, da werden wir gestunt. What the? Das wusste ich tatsächlich nicht, dass wir da gestunt werden. Dann wäre ich da lieber nicht drin stehen geblieben. Ah, lol. Das hat mich am Ende an der Seite noch erwischt. Ah, ich dachte, ich kann jetzt einfach komplett durchbrezeln. Normalerweise versuche ich da halt nicht drin stehen zu bleiben. Ah, okay, jetzt sind wir gegiftet. Ja, gut. Das war jetzt eher nicht so toll. Normalerweise muss ich die Orb wesentlich später ziehen. Naja. Ich glaube, die skippen mir jetzt, keine Ahnung. Die bringen mir ja eh nichts, die Mobs hier. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, hier dann jedes Mal versucht zu orben.
Ja. Ich hab immer noch diese Mikrolags zwischendrin. Seht ihr das? Das ist ein bisschen ätzend. Tatsächlich. Warte. Hab ich da jetzt gerade Sanity verloren? Hütet euch. Hütet euch. Okay. Ich glaube, da muss ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger sein. Hütet euch. Der zieht halt auch ganz ordentlich was ab, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hütet euch. Ich glaube, für den muss ich mir am besten den Strahl aufheben. Wisst ihr? Ach komm, ich charge zu dem hin und Hütet euch. bevor das Ding explodiert, das hat mich jetzt einen Haufen Sanity gekostet, der ist echt gewastet war und unnötig tatsächlich. Der das blöde Tentakel ist noch am Leben. Ich glaube, da die Mobs reinzuziehen, vor allem dieses Tentakelviech, ist halt auch immer ein bisschen dumm. Haben wir hier nochmal die Inka gezogen? Fuck, bin ich im Doppelstun. Ah! Ungünstig. Ich hasse immer diese Viecher, ne? Die du, die quasi immer wieder verschwinden. Die kannst du halt nicht einmal wegerehen, sondern sie hauen halt jedes Mal wieder ab. Das ist so nervig. Jetzt haut er halt nochmal ab. Kommst halt dann nicht mehr aus dem Combat raus. Das ist halt vor allem das Hauptproblem. Okay, warte, komm, wir essen jetzt nochmal. Hier das Food, das haben wir jetzt vorher eh vergessen. Dann machen wir mal alles auf. Dass wir dann gleich noch den Boss spielen können. Ja, das wäre wahrscheinlich sinnig gewesen, nur das zweite WoW auszumachen. Das zieht halt auch Leistung. Aber normalerweise habe ich es halt auch an. Das hat auch kein Problem. Aber heute ist irgendwie so ein bisschen buggy, ne? Also. Ah, okay. Ich hätte zwischendrin Mobs machen sollen. Jetzt muss ich jedes Mal warten, bis sie hier einmal komplett durch ist. Aber da kommt ja immer auch ein Mob raus hier. Also mein Laser muss ich auf jeden Fall aufheben. Für den Boss, wenn er das Schild macht, tatsächlich. Okay, wir sind giftet. Das hätte ich jetzt lieber in den Boss mit reingenommen. Erst das hier aufmachen, ja. Hilft nichts. Das kostet halt ein bisschen viel Zeit, ne? Besser ist es, wenn du es nebenbei aufmachst, während du gegen den Ding spielst, gegen den Boss schon. Ja, komm, scheiß drauf. Hütet euch. Fuck, ich bin hängen geblieben hier an dem Ding. Ach, jetzt hat er mich doch erwischt. Ich Hütet euch. dachte, ich bin diesmal ganz clever und lauf so vor ihm weg, dass er mich diesmal nicht erwischt. Da war mein Plan mal ein bisschen anders. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr rechtzeitig, oder? Ach, komm. Ja, okay, mein Plan war doch nicht so gut tatsächlich. Ich dachte mir, ich bin besonders clever und umgehe ihn so ein bisschen, aber anscheinend, warte mal, wir müssen hier mal noch gucken, ob irgendwelche Kisten und Zeugs sind. Nee. Ah, da ist noch eine Kiste. Ich wollte zumindest so ein bisschen was mitnehmen. Theoretisch, das Viertel da drüben kannst du komplett skippen, so wie ich es gesehen habe. Aber wir nehmen da trotzdem mal ein bisschen was mit. Also du kannst hier, glaube ich, wirklich so gut wie alles skippen. Aber wir machen jetzt mal. Da musst du weggehen. Hier, wenn du zu viele Stacks drauf hast. Oh, fuck it. Okay, jetzt bin ich giftet. Passt. Jetzt können wir mal ein bisschen hier rein.
Da wirst du nämlich immer gestunt, ne, wenn du zu viele Stacks drauf hast. Das habe ich jetzt mittlerweile schon gecheckt. Alter, jetzt wäre ich nur noch gestunt hier. Fuck, jetzt komme ich da oben nicht mehr raus. Ungünstig. Ich muss da manchmal einfach immer die ganze Zeit raus shapeshiften. Okay, der wurde instant weggelasert. Ich kann nochmal mein Food essen, sehe ich gerade. Macht halt eigentlich immerhin hier nicht so ganz. Ach komm. Ja gut, das war's dann mit meinem Food. Hier den da oben kannst du auslassen. Beziehungsweise die kannst du alle auslassen, so wie ich es gesehen habe. Werde ich gleich wieder hier CC'd. Warte mal, den kicke ich jetzt weg, dass er den Cast nicht durchkriegt. Ah, ist ausgelaufen. Okay, also wenn du hier ganz viele Mobs zusammenpulst, dann hast du immer das Problem, dass der Stack zu weit hoch geht, ne? Also theoretisch, wenn du nur ein paar pulst, dann kannst du verhindern, dass du die ganze CC'st wirst. Ah, okay, perfekt. Jetzt habe ich hier nochmal einen Dings-Buff. Jetzt können wir den auch easy mitmachen, weil es mich jetzt. Okay, na gut, CC'd werden wir trotzdem. Der hat mich das letzte Mal quasi gekillt, der Mob hier. Der hat mir so viel Sanity abgezogen, dass er einfach vorbei war. Deswegen bin ich jetzt bei dem ein bisschen. Genau, das hat mir das letzte Mal so viel Sanity abgezogen. Okay. Aber ich wollte ihn diesmal töten. Habe ich meinen Free Death noch? Ja, den habe ich noch, ne? Den habe ich nicht rausgehauen. Hier oben noch einen Mob. Aber den müsste ich noch packen, ne? Fuck, jetzt bin ich da drin gestunt. Okay, ich habe einen Titan Buff. Ich habe jetzt keinen Pot genommen. Weiß gar nicht, was er so wirklich macht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Den habe ich einfach. Alter, 117k habe ich auf den draufgefahren, auf den Typen. Prost, Mahlzeit hier. Der ist einfach geplatzt. Also, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so wirklich, was Thrall kann, muss ich ehrlich sagen. Diese Bären. Bären, sage ich. Diese Dings musste eigentlich immer interrupten. Aber jetzt habe ich irgendwie auch kaum Tränke mitgenommen, ne? Und ich habe jetzt auch noch eine Orb. Und jetzt habe ich auch nur noch den Endboss, theoretisch. Wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Jetzt kann ich eigentlich rumlaufen und hier noch die Mobs umhauen, weil ich kann ja vom Endboss dann nochmal eine Orb setzen. Dann warte ich, bis meine Cooldowns wieder ready sind. Jetzt mache ich das ganz gechillt. Wisst ihr, jetzt kann ich nur möglichst viel Zeug mitnehmen. Also ganz ehrlich, wenn ich nicht so viel rumfailen würde. Der 4-Masken-Run ist halt ganz gechillt, theoretisch, ne? Wie ihr seht, weil ich könnte jetzt auch so, wie ich bin, reingehen und hätte dann noch eine komplette Orb über. Also das wäre. Und ich habe viel rumgefailt, ne? Also nicht nur so ein bisschen, sondern ich habe halt echt bei einigen Dingen richtig viel Sanity liegen lassen. Und ich hätte wahrscheinlich einen Haufen Tränke noch mitnehmen können, die ich nicht mitgenommen habe, weil sie halt so fitzlig sind und ich die nicht sehe. Ich glaube, ich muss, weil so ein Rentnermodus WoW ein bisschen größer stellen, dass ich das Zeug sehe, aber das ist halt echt so fitzlig. Ich sehe das halt ohne Schmarrn nicht. Was wir jetzt machen können, wir können jetzt halt checken, was man eigentlich am Anfang macht, ne? Ob diese Special Mobs da sind. Hier Gammon ist zum Beispiel da. Den kann ich mitnehmen, der bringt mir einen Buff. Eigentlich macht man das am Anfang. Zieht das Sanity ab, sein Gewirbel? Nee. Ah, aber Stunt. Ich habe den noch nie gemacht, aber der bringt dir einen Buff, dass du 10% mehr Ausdauer kriegst. Okay.
Jetzt haben wir nämlich hier, also eigentlich nimmt man das am Anfang mit, ne? Weil wenn du es am Anfang holst, bringt es halt mehr auf den ganzen Run gesehen. Aber weiß ich nicht, war halt ein bisschen based, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich bin auch draußen. Jetzt können wir mal gucken, ob der Schmied noch da ist. Ne, der ist nicht da. Weiß ich nicht, ich kann jetzt halt noch ein paar so Dinger mitnehmen. Keine Ahnung, kann ein paar Mobs umhauen, aber eigentlich bringt das jetzt auch nicht sonderlich viel. Jetzt haben wir sogar noch einen Gifted-Buff hier auch noch. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass du... Meine Sanity geht halt gar nicht mehr runter, ne? Ich könnte halt auch noch jetzt so lange rummachen, bis ich HT wieder hab für den Endboss. Einfach warten, quasi. Auf blöd gesagt, dass ich HT und alle anderen Cooldowns wieder hab. Oder halt hier noch so ein paar Sachen mitnehmen. Ich kann auch mal so einen Trank noch suchen, der mir so ein Feuerbreath bringt. Das könnte ich noch machen. Ja, 3 Minuten für HT. So, mal schauen, vielleicht finden wir ja so einen Trank irgendwo in einem von den Vierteln. Ich diese Totems hasse echt. Da sind noch ein paar Mobs. Jetzt haben wir dann hier gleich alles geklärt. Ich glaube, in den anderen Vierteln habe ich auch nicht so viel liegen lassen, ne? Denk mal, die Woche kann man auf jeden Fall dann auch einen Fünfer Run machen. Gut, ich habe jetzt den Endboss noch, ne? Der wird vielleicht jetzt noch einigermaßen, aber eigentlich ist Thrall nicht so schwer. Sagt er jetzt und verkackt dann gleich. Nö, hier ist jetzt tatsächlich nichts mehr. Schauen wir mal, vielleicht finde ich ja noch eine Potion irgendwo liegen. Die können wir noch machen. 2 Minuten haben wir jetzt noch auf dem. Sehe ich jetzt auch nichts. Sind wir giftet. Ich könnte natürlich auch mit dem Gifted-Buff jetzt reinlaufen, aber bis ich da drin bin, ist der halt auch schon wieder runter, ne? Schau mal, da haben wir einen vergessen. Aber, also, ah doch, schau mal, ich wollte gerade motzen. Hier, grün, 2% Healing. Wie lang geht denn der? 2% Healing-Buff. 5 Minuten geht der. Ja, da war ich schon bei dem Friseur drin. Das Toy habe ich mir schon geholt. Aber sonst sehe ich jetzt hier tatsächlich keine anderen. Warte, wir können da nochmal reinschauen, ob da noch so ein Trank drin liegt. Also dieser Feuerbreath-Buff, den hätte ich nur ganz. Was ist denn das hier hinten? Ah, das ist so ein Kristall. Die kann man ab abgeben bei so einem NPC. So, wir haben jetzt noch 18 Sekunden auf HT. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein. Warte mal, hier hätte man den einen. Warte mal. Ich hole mir da hinten mal noch eine Geschichte. Vielleicht ist das auch was für euch. Weil es war jetzt, der Schmied war nicht da und die Tempotusse war auch nicht da. Also eigentlich müsste jetzt nach meiner Berechnung. Oh, warte mal, hier ist ein Trank, das ist aber ein blauer, ne? Schwarz. Ne, warte mal, schwarz ist glaube ich, was ich brauchen kann. Ja, jetzt lass mich doch in Ruhe hier mit dem Feuerding. Okay, schwarz. Und hier müsste. Ah, schau mal, hier müsste was sein, wo ich anklicken kann. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich einfach zum Endboss gehen können, ne? Aber. Venture machen wir hier mit Full Support. Hier ist so ein Mob drin. Fuck, jetzt stehen wir in irgendwas drin. Super, jetzt muss der auch noch spawnen. Ich will jetzt halt keine CDs oder irgendwas einsetzen. Fuck, bin ich jetzt hier hinten reingebackt? Nein. Blizzard. Oh, ich dachte, also, wenn ich jetzt den Run deswegen verkackt hätte, weil ich da nicht mehr rausgekommen wäre, dann wäre ich aber ein bisschen, also, ne? Ich bin jetzt kein aggressiver Mensch, aber dann wäre ich ein bisschen ausgerastet. Weil ich habe den ersten Run damit verkackt, dass ich gedisconnected bin. Den ersten Versuch heute. Dass ich einfach gedisconnect hatte und dann war es vorbei. Und wenn jetzt der nächste Run verkackt wäre, weil ich hier reinbug, wäre es richtig ätzend gewesen. Also, wenn wir jetzt nochmal einen 10% Crit-Buff. Weiß ich halt nicht, wie nah ich ran darf. Hier stelle ich jetzt mal die Orb auf. Alter, hätte mich die jetzt rausgekickt, diese Bären, da wäre ich aber. Fuck, ich bin gestunt in der Orb, das war jetzt auch nicht so clever. Habe ich jetzt HT gezogen? Habe ich nicht, ne? So, jetzt haben wir alles drin. Hütet euch.
Ah, kann ich da drin stehen? Fuck, das hat er jetzt durchgekriegt, ne? Beim nächsten Cast kann ich dann mein Dings reinhauen. Achso, jetzt muss ich hier diese Orb holen, ne? Hütet euch. Oder komm, ich lasern jetzt einfach tot. Hütet euch. Hütet euch. Ja. Also ich jetzt aber, ich habe blöderweise die Orbs wieder nicht, nicht die Orbs, sag ich, die Potions wirklich nicht so genutzt, wie ich sie hätte nutzen können. Ich glaube, ich habe eine Sanity-Ding mitgenommen, das war jetzt der 4-Masken-Run. Eigentlich relativ einfach. Und jetzt habe ich auch noch den Rücken. Also jetzt kann ich quasi auf 12 nur upgraden. Okay. Achso, zwei kann man nicht mitnehmen. Gut, ich zeige euch nochmal kurz, was für eine Skillung ich gesplittet habe. Und ja. Dann sind wir auch schon fertig. Jetzt tun wir erstmal meinen Rücken noch upgraden. Schade, dass ich beim ersten gedisconnected bin. Ich würde jetzt gerne noch den 5-Masken-Run nachschieben, aber jetzt habe ich keine Wessel mehr. Durch den blöden Disconnect hier. So, dann sind wir jetzt Stufe 12. Dann sind wir noch ein Stückchen stärker. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich gespielt habe. Schon wie in den letzten Runs habe ich quasi mit Inka gespielt. Und hier quasi mit dem Animals Main Ding. Und außen haben wir einfach einen Schmelztiegel bzw. eine Nullifikationsbarriere. Und hier habe ich das Heilding mit reingenommen, einfach um 10 Sanity weniger als quasi zu haben hier. Und ja, von den Items haben wir einmal Echoing Void und zweimal haben wir dieses Zwielichtsverwüstung. Also von den Trades, wie auch die letzten paar Male. Gut, das war der Run. Wenn ich wieder eine Wessel habe, dann werde ich den 5-Masken-Run angehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.